Alter, frag nicht so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so'n dreckiger Scheiß. Denn deiner Oma war von denen. Das Grünste kommt immer nice. Korrekt, danke. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na egal, ich geh jetzt erstmal Taschengeld bei Oma holen. Oma, was geht? Digga, zu spät. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los? Warum sind deine Augen so rot? Ich hab den halben Weitig gesmoked. Warum sind deine Hände so groß? Damit ich schneller flappe, mein Sohn. Warum hast du so einen großen Mund? Damit meine Rap-Lines krasser flow. Alle meine Bassmesser schaff ich deine Zähne. Und die lässt sich mäßig, ich hab wohl keine Fehler. Nee, die Lines gut wie mein Feld. Denn ich am letzten Gene erklär dir gern meine Pläne. Denn du kannst keinen mehr erzählen. Ja, hier im Wald, wenn Dinge anders geregelt ist, verleih bei jeder gut lassen, dann gibt es keine Probleme. Egal ob 7 Girls sein oder 3 kleine Schweinemänner. Ich bin der Volk und mein Atem. Jeder weiß von mir ein Finger, aber dein Style lausig. Ich verzeih das hier mit deinem peinlichen Outfit. Deine Oma war der Anfang, jetzt hast du Pläne verputzt. Was willst du machen, denn ich steh bei Peter unter Schutz. Ich ess dich jetzt, Bro. Im Ernst, Dicker, no. Sorry, die Story geht so. Ich bin noch am Leben, der Wolf hat gar nicht gekaut. Selbst schuld, wenn er mich nicht richtig verdaut. Eigentlich verchill ich hier drin, nur bisschen am Stinken. Was schwimmt denn da herum? Bier, Pommes und Schinken. Jetzt schlechter Penner auch dort wie der letzte Holzfäller. Vielleicht hört's der Jäger, da kommt Hilfe und so schneller. Voll langweilig hier, ich schau mich langsam mal um. Moment, wieso liegt hier überall Börek herum? Egal, lecker. Bin alle Börek am Snacken, will ich hungrig verrecken. Aber eine kurze Frage, gib ich hier auch Toiletten. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Magen am Scheiße sein. Bin mal kotzen und zieh mir nächstes Mal lieber 7 Geistern rein. Betty, Betty, Edgy, Betty, Edgy, Betty. Das Burrik hat so lecker geschmeckt, mich auch noch gerettet. Aber in dieser Story fehlt auch die Message und die kommt jetzt. Das ist auch jeder gettet. Das ist auch jeder gettet. Man sollte nicht immer alles gleich für bare Münzen nehmen. Manche Leute dir sonst nur asoziale Märchen erzählen. Und an alle, die die Moral der Geschichte hier nicht verstehen.